Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist lange her. Ich war jetzt die letzten 8 Wochen verletzt und über den Winter ging nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich mir hier was Neues geholt, ein 16 Zoll BMX. Und wir wollen mal auschecken, was man damit alles machen kann und vor allem, ob es vielleicht eine Alternative ist für manche Leute, um manche Tricks zu lernen. Ich unterrichte viele kleine Kids und merke oft, dass sie mit einem 26 Zoll Mountainbike noch nicht so gute Rotationen üben können. Dann dachte ich mir, ist das vielleicht eine coole Alternative, um die Rotation schon mal reinzubekommen und einfach weniger Masse unter sich zu haben. Und einfach mal gucken, wird bestimmt lustig. Wow! Ah! Also als erstes will ich sagen, um mich ein bisschen einzuschießen auf das Ding, fahre ich mal einen Pumptrack. Guck mal, wie sich das anfühlt. Mir ist direkt schon aufgefallen, die Kurbeln sind richtig kurz. Treten geht nicht so gut, aber vielleicht geht es im Pumptrack ja einigermaßen zu pushen. Ach du Scheiße. Wow. 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 Junge. Geil. Besser als gedacht, vor allem schneller als gedacht. Ich dachte eigentlich, wegen den kleinen Rädern wird man schwieriger schnell. Aber das ging schon mal richtig gut. Ich mache noch eine Runde und dann gehen wir mal in den Park. Wow! Ah, top! Ich glaube, so das erste, was ich mal ausprobieren will, sind so Bunny Hops 180s, vielleicht ein bisschen Fakie fahren. Bisschen Gefühl für die Karre bekommen. Und ja, probiere ich das einfach mal aus. Ich würde sagen, ich starte mit einem Fakie in der Quarterpipe. Wow! Alter! Wow! Ah! Alter. Krank! Also es ist schon echt klein, aber man kann schon gut Tricks drauf machen. Wollen wir mal in den Pool gehen? Okay, ich würde sagen, traue ich mal in den Pool rein. Gucken, wie das geht. Wow! Wow! Boah, okay. Also man kippt brutal schnell nach hinten, also der Kipppunkt ist echt mini, weil der Radstand und die Räder halt so klein sind. Aber ansonsten... Wow! Yes! Nice! Okay, also es ist schon brutal wackelig, vor allem wenn man schnell ist. Aber macht Bock. Ich mache 360 aus dem Flyout. Achtung, Jungs! Wow! Ah. Okay, ja. Alles klar. Das ist echt anders. Okay, warte direkt nochmal. Yes! Das ist ein bisschen ähnlich wie Scooter fahren. Also da darfst du wirklich gar nichts machen. Nur ganz leicht gucken. Aber hat geklappt. Ich probiere mal No-Foot Kenken. Ah, warte nochmal. Nice. Ich bin überrascht, wie gut die Tricks gehen. Und wie viel Spaß macht. Also es könnte echt vielleicht ein treuer Begleiter auf dem Skatepark werden in Zukunft. 270er da hinten an dem Curb. Drop in, wow. Hip und wow. Desaster, wow, yes und wow. Hammer. Ich bin früher viel Scooter gefahren. Und mich erinnert ein bisschen an Scooterfahren. Also es ist echt sehr, sehr agil. Und ich glaube, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann wird es noch besser passen, aber es macht auch so Spaß. Lars, willst du gleich mal fahren? Jawohl! Okay, ich habe eine Idee und zwar als nächstes kommt Lawnmower hier an der Bank.
Ah, no. Wow. Ah, noch mal. Ah. Yes! Als nächstes probiere ich einen Barspin aus dem Pool. Mein Problem ist, ich bin jemand, ich muss bei Barspins wirklich den Sattel eigentlich gut klemmen, weil ich so werfe. Und das wird hier ein bisschen schwierig, weil der Sattel so niedrig ist. Also er geht an meine Waden und das kann ich glaube ich nicht. Aber ich probiere es einfach mal. Mal schauen, was wird. Oh. Okay, jetzt. Nice. Ich glaube, als nächstes ist der Tail Whip dran. Auch nicht so gerade mein Lieblingstrick, aber eigentlich stelle ich mir den einfacher vor, weil das Rad so klein ist. Mal sehen, ob da was dran ist oder nicht. Nice. Okay. Das geht echt gut. Also ich glaube wirklich, um Tricks zu lernen, also ich glaube jetzt nicht, dass es gut ist, irgendwie um Superman Secrets oder so zu lernen, aber um so kleine Rotationen zu lernen, ist es nicht schlecht, glaube ich. Geil, ich mache noch einen, mal gucken, ob der auch nochmal klappt. Geht gut. Also das ist echt lustig. Dann würde ich sagen, probiere ich einen Oppo Tail Whip. Ah! Oh. Ja, ja, zählt nicht, oder? Nee. Scheiße. Okay, wir gehen erstmal weiter zu der Line. Was mir gerade im Kopf gekommen ist, ich habe hier über das Bein mit dem Hardtail schon mal Handplans gemacht. Und eigentlich vom Gefühl her müsste der Handplan beim kleinen Rad ja an sich einfacher sein. Wahrscheinlich das Ausfahren nicht. Aber ich check's einfach mal aus. Ah. Wow! Aber der geht, glaube ich. Mist! Okay, Problem ist, die Speichen sind zu locker. Fuck. Das muss ich gerade mal checken. Irgendwas ist da gerade locker gegangen. Probiere ich mal zu fixen. Dann geht's weiter. Ah! Aua. Das war der Lenker im Gesicht. Also der Handplant an sich ist einfach, aber das Eintauchen und Landen mit dem kleinen Ding nicht. Ah, der hat gezogen. Ich probiere es nochmal. Also ich merke wirklich, der Anfang geht wesentlich besser als im großen Rad. Aber sobald ich übers Rad muss, ist da irgendwie kein Gegengewicht. So, das fühlt sich ganz komisch an. Und zack, yes! Ja. Ah. Endlich. Geil. Guter Fight. Also, geht, aber ich muss sagen, ist nicht einfacher als auf dem Hardtail für mich, weil das Draufkommen schwieriger ist, irgendwie vom Schwerpunkt. Jetzt kommen wir wieder zu einem spannenderen Punkt und es geht um Backflip. Ob man das Ding auch flippen kann, also ich bin mir sicher, das kann man flippen. Die Frage ist nur, wie sie es flippen lässt und wo wir es machen. Ich überlege gerade, ob wir es aus dem Pool machen, ob ich da genug Schwung bekomme, checke ich mal ab. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wow. Ja, okay, mehr als genug. Das Ding ist, vom Flip an sich habe ich keine Angst.
Nur der Punkt, den zu über- oder unterdrehen, ist halt viel größer, beziehungsweise der Punkt richtig zu landen ist viel kleiner, weil die Räder so einen kurzen Radstand haben und so klein sind. Aber ich würde einfach mal sagen, mal schauen, was wird, oder? Ja! Ah! Nice! Okay, das ist geil. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der so gut geht. Das überrascht mich wirklich krass. Ich habe gedacht, dass der Punkt, wo man landet, viel wackeliger ist, weil man so schnell nach hinten und nach vorne geht. Ich mache mal direkt noch einen. Ja. Okay. Das war's Pedal. Habe ich aber eh schon gewundert, dass alles bis jetzt gehalten hat. Ich würde sagen, kurzer Pedalwechsel und dann geht's weiter. Neue Pedale sind dran. Neue alte Pedale. Die halten, glaube ich, besser. Und wir gehen nochmal zum Flip hoch. Wow! Das war genau das, was ich gemeint habe. Also jetzt bin ich bis unterdreht und bin direkt so übelst nach vorne. Was wir mal probieren, oder was ich mal probieren kann, ist, das Gap hier zu clearen. Gucken, ob ich da drüber bekomme mit BMX. Okay. Geht. Dann geht ja vielleicht auch ein Flip. Ja, früher, da waren wir so 14, hat ein Kumpel immer gesagt, wo No-Foot Kenken geht, geht auch ein Flip. Bis wir No-Foot Kenken ist ein Bunnyhop gemacht haben. Dann hat es nicht mehr so ganz gestimmt. Wobei, es gibt auch Leute, die können ja Bunnyhop Backflip eigentlich. Ja. Also, ist genau der Fall eingetreten, den ich gesagt habe. Bisschen überdreht und mich hat es direkt komplett nach hinten geballert. Nice! Ah. Und komm! Ja! Okay. Alter. Bam. Das fand ich angsteinflößender als im Flip, weil beim Dreier hast du wirklich so einen kurzen Kipppunkt nur. Okay, den mache ich nicht nochmal. Den nehme ich so, wie er war. Also Erdlandung hat funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal hier auf die Asphaltlandung und checken das Gap nochmal ab, wie das läuft. Wow, boah, war nochmal anders. Bisschen mehr Airtime und steiler. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall genug für die Backflip-Challenge mit dem Ding. Jetzt können wir nochmal ein paar lustige Sachen ausprobieren. Aber bis jetzt bin ich echt überrascht, wie lange das Ding hält. Und kann sagen, also es ist jetzt keine, ich würde nicht sagen, dass es ein Hardhead ersetzt, aber ich glaube, es kann eine gute Ergänzung sein für Leute, die sich an manche Tricks dran wagen wollen, wie vielleicht ein Tailwhip 360, weil die Rotation von der Bewegung her ist ähnlich, aber man hat halt viel weniger rotierende Masse unter sich. Jetzt mal gucken, ob ich das, was ich geübt habe, ein bisschen in Lines umwandeln kann. Ich weiß nicht, ob ich mehr Angst habe, von dem 450er oder von dem Tailwhip. Passt das so, ja. Alright. Vollgas. Au. Ja gut. Hochmut kommt vor dem Fall, würde ich mal sagen. Okay, ich glaube, ich probiere die Tricks wieder umzudrehen. Downside Whip an der Hip und dann hier in 360 drüber. Da, ich will nicht nochmal so einmassieren wie gerade eben. Der Ware. Alter, einfach Flip-Mixer geworden. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum letzten Stunt für heute. Ich kann keine Flares. Ich hätte echt gerne mal einen Flair gemacht, aber ich bin hier schon ein paar Mal gut aufs Maul geflogen. Der kommt auf jeden Fall noch mit dem BMX, ich verspreche es. Aber ich mache so etwas Ähnliches wie einen Flair und probiere da einen Hip-Flip. Also so einen Backflip, 90-Grad-Drehung über die Hip. Was habe ich da
wo ich auch schon echt ordentlich Schiss vor habe. Aber guck mal, es klappt. Hoffentlich. Und. Au. Das BMX. Bitte lebt noch. Vorderrad hatte leichte 8. Okay. Oh. Das ist ein Freecoaster, oder? Ach nee, Vorderrad. Ich glaube, wir müssen mal kurz reparieren. Das war wohl nichts. Aber die Räder sind wieder zentriert. Einigermaßen. Ich bin gerade überlegen, ob ich es mal probieren soll. Ich habe halt Angst, dass ich das jetzt direkt schon komplett zerlegt, das Rad, weil ich wollte damit eigentlich noch mehr Videos machen. Aber vielleicht schickt mir der Hendrik von Alexstreams ja 16 Zoll Laufräder. Das wäre geil. Also, was ist passiert? Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe irgendwie rausgedreht und direkt das Fahrrad verloren. Ich glaube, ich muss mehr Flip machen. Ich flippe vielleicht erstmal raus. Mit gar nicht so viel Rotation nach links. Ich kann ja auch geradeaus fahren und gucken, wie es läuft. Oh, da war er. Stabil. Ja, der war sogar eigentlich, oder? Ja, der war so gut. Das ist auch nicht so gut wie mit dem großen Rad. Also bei einem großen Rad hat man viel mehr Kontrolle über die Seitwärtsrotation beim Flip, finde ich. Das war eben so voll, weiß nicht. Okay, ich würde sagen, das war der letzte Trick für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar, würde mich freuen. Ich glaube, mit dem Ding werde ich auf jeden Fall noch das eine oder andere Video drehen. Wenn es euch gefällt natürlich, wenn nicht wahrscheinlich auch. Und Peace, bis zum nächsten. Ihr solltet auf jeden Fall alle Pete abonnieren und liken. Dankeschön. Bitteschön. Sehr lieb.